Alter, du hast ja wohl völlig die Pfanne heiß. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Eine Woche hat es jetzt gedauert, bis ein neues Video rausgekommen ist. Das tut mir sehr leid. Ich will noch nicht lange viel erzählen. Highlights von der Autobahn. Falk und ich haben unsere Clips zusammengetragen. Ich habe alles zusammengeschnitten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Zum Schluss erkläre ich euch nochmal, weil ich auch eure Videos mit in meine Folgen einbauen möchte. Viele haben gesagt, wie kann ich dir mal mein Erlebnis schicken? Das erkläre ich euch am Schluss. Und unten ist mein Vidme-Kanal, der neue Vidme-Kanal von mir, auf der anderen Videoplattform verlinkt. Vielleicht schaut ihr da mal rein und lasst ein Abo da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der neuen Folge. Voll cool die Gegend hier, gefällt mir. Bremse. Ach, hier ist ein Schloss, cool. Voll geile Gegend hier. Fahren wir durch den Torbogen, geil! Wollte ich so Kirchenmusik. Ach du Scheiße, ach du, ach du Kacke, ja, ach ewig, nee. Ach, was ist hier passiert? Irgendwie massiver Auffahrunfall, wie das aussah. 2-2-1, der Spielstand. Während ihr jetzt rechts auf der Standspur stehen, ihr müsst das Navi erstmal neu programmieren, oder? Also ich würde nur lang geben. Nee, hey, aber mein Kalim ist weggebrochen, du Penner. Ja, alles geklärt. Verteidiger, lange Flanke an den langen Pfosten. Upamecano klärt schon wieder in höchster Not den Freikaro. Der erfahrene Mann, der hatte sich da hinten versteckt, eingebuddelt und tauchte dann auf. Aber Upamecano geht nach oben und nickt den Ball mit dem Hinterkopf über die Seitenauslinie. Muss ja so schwer sein, bei einer Autobahn, wo nichts los ist, mal auf den ganz linken Streifen, Fahrstreifen zu fahren, dass ich mal wegen dem Pannensprinter da mal Platz machen kann. Nee. Junge, 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 Junge. Nix los. Nein, ich fahre nicht nach ganz links. Nee, der LKW muss ganz, ganz eng an dem Sprinter mit der Panne da vorbeifahren. Sehe ich nicht ein, mach ich nicht. Köttel. Jetzt los. Ach so, okay. Ich dachte schon, du 15 Minuten vor Feierabend Vollsperrung. Nein, nein, nein. Der hat sich nur ungünstigen Parkplatz ausgesucht, der Kumpel.
Alter, du hast ja wohl völlig die Pfanne heiß. Ja, du musst hier auch zwischenfahren mit deinem Sensei, wa, Mädchen? Boah, Alter, ist auch dran. Ah, jetzt, geil, ich überhole! Das ist Rubber Duck, oder nicht? Hast du gehört? Nee, ne? Warte mal, der ist wohl gleich. Komm, machen. Kannst du nochmal. Damit ist im Krieg aber nicht an Burschen angesagt, ey. Wenn die an die Front müssen zum Tanken, Alter. Und 20.000 Parteimitgliedern von Einzelfällen. Da ziehen wir im Bundesvorstand sehr klare Linien durch Parteiordnungsverfahren. Davon kann man ja auch immer wunderbar in der Zeitung nachlesen. Und unsere Bundestagsmission. Ich wage zu behaupten, dass wir das höchste Akademisierungsniveau haben. Bremsen. Gerade in so einer Kurve, ey. Kein Bock auf so einen Mist wieder. Fordern wir eine Dieselgarantie auf Dieselfahrzeuge von also bis 2050. Eine Bestandsgarantie. Das sind aber dann Oldtimer. 2050. Nein, das sind keine Oldtimer, Herr Lindner. Herr Özdemir, Sie haben gesagt, ja. Sie gehen in keine Koalition. Angenehme Reise. Dankeschön, wünsche dir auch eine gute Fahrt. Und wehe Kamera, du hast das nicht aufgenommen. Wo wir schon mal dabei waren. Mach weiter mit deinem Blog, alles paletti. Also sie hat gesagt, es ist ein Weg. Jo, das mache ich, dankeschön. Die Themen der kleinen Leute gäbe es nur mit seiner Partei, so Aiwanger. Die Chancen auf einen Einzug in den Bundestag der Freien Wähler sind allerdings gering. Vom Gillermoos, Johannes Bertou. Alter. B5 aktiv. Fußball live. Die Qualifikation zur Fußball-WM. Deutschland hat Norwegen zu Gast. Gleich beginnt die zweite. Aber die Deutschen rennen offenbar in Stuttgart gegen Norwegen. Ah, ein GTI, ach deswegen. Die Tore schossen Özil, Draxler, Werner, der zweimal traf, sowie Goretzka und Gomez. Mit dem Sieg für Deutschland die Gruppe C weiter an, vor noch der Land, das heute Tschechien mit. Alter, blindet der Scheinwerfer. Ey, man sieht ja fast gar nichts mehr. Das hätte man ein bisschen besser einstellen können, finde ich. Ich habe ja Verständnis dafür, dass die was sehen müssen, aber der Oberste da, ey, der leuchtet mir ja voll ins Gesicht. Boah, Junge, Freunde. So Leute, ihr könnt bei WeTransfer, ich verlinke euch WeTransfer unten, ansonsten wetransfer.com, einfach ausgefüllt, ja, einfach reingeschrieben. Ihr braucht euch da nicht mal anmelden, nicht mal registrieren, gar nichts. Ihr könnt 2 GB Videomaterial mir schicken. Bitte tragt in der Nachricht ein, da könnt ihr auch eine Nachricht eintragen, tragt bitte dort ein,
eurem Vornamen oder wenn ihr anonym gar nicht genannt werden wollt. Es muss auch euer Material sein, nicht Fremdmaterial, das ist ganz wichtig. Das tragt ihr dort ein. Und wenn es ein längerer Clip ist und wenn ich speziell irgendwo drauf achten muss, bitte tragt das in der Nachricht rein, damit ich nicht lange suchen muss. Ja? Und dann kommen auch eure Folgen, eure Erlebnisse von euren Dashcam-Clips mit in meinen Videos. Was ich nicht nehme, ist krasse Unfälle, wo Leute zu Schaden gekommen sind, etc. Sowas. Sowas nehme ich erst gar nicht auf, braucht ihr mir nicht schicken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wieder Highlights von der Autobahn an einem Sonntag. Und ich hoffe, ich schaffe, es passiert mir nicht nochmal, dass ich eine Woche lang kein Video hochlade. Es war ja, mein Podcast mit Beschwerden war ja voll. Ich danke euch für euren krassen Support. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Kai. Tschüss.